Also ganz besonders ist einmal die städtebauliche Situation, dass man sich da einfügt, einerseits doch wo ein Highlight schafft, aber das nicht unangenehm beginnt zu dominieren, dass man hier behutsam umgeht. Ja, absolutes Herzensprojekt. Wir arbeiten ja schon viele Jahre daran und es hat so viele Vorprojekte gegeben. Aber ich habe gewusst, wenn wir das durchbringen wollen, dann muss man sich besonders anstrengen. Ich glaube, dass sowohl der Nationalpark auch jetzt Heiling Blut innovative Schritte geht. Wir müssen beide den Kunden verstehen, neu am Menschen sein, innovative Wege einschlagen und hier und da gar einen alten Trampelpfad einmal verlassen müssen, um zum Gipfel zu kommen. Die Kärntner Sparkasse, glaube ich, hat da Zentrum im Herzen von Kärnten gut eininvestiert, weil die Kärntner Sparkasse auch ein verlässlicher und wichtiger regionaler Partner ist. Er hat uns gut eingepasst, auch von unserer Mission, und deswegen waren wir da sehr gern dabei.